Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Das Wetter lässt zu wünschen übrig, aber nun gut. Wir bewegen uns ja schnellen Schrittes Richtung Herbst bzw. Winter. Und dann ist es halt, wie es ist. Hier haben wir das kleine Kaninchen. Das kleine, zarte, gebrechliche Kaninchen. Es liegt hier und frisst ein wenig das Heu, sage ich mal. Ich habe gestern relativ viel von diesem Brombeerranken zur Fütterung gegeben. Und zwar habe ich das in kleine Stücke zerhackt, sage ich mal. Also nicht mehr in so großen Geschichten dort verabreicht, sondern eher in so kleineren Einheiten, sage ich mal. Und was sehen wir hier? Hier ist so gut wie gar nichts übrig geblieben. Auch hier ist alles relativ gut vernichtet worden. Ich sehe hier, ein paar sind noch da. Ein paar solche Geschichten hier, die nehme ich hier einfach mal raus. Aber sonst waren das immer in solchen Einheiten, hatte ich das versucht. Und in der Hoffnung, dass vielleicht nicht mehr so große Sachen da sind, wo sie sich eventuell daran stochern könnten. Wobei ich auch nicht denke, dass sie sich daran stechen. Und das habe ich einfach mal aufgenommen und das hänge ich euch jetzt einmal an. So, jetzt gibt es Brombeeren. Ich habe da ein bisschen was schon zurecht gehackt, sage ich mal. Ein Teil ist oben. Ich habe diesmal nur so kleine Stückchen. In der Hoffnung, dass sie es dann schneller bzw. eleganter aufessen können. Zack, erstmal jeden ein bisschen, damit ich in etwa abschätzen kann, wie viel ich da noch übrig habe. Sieh hier ein bisschen mehr. Zack, ich stelle den mal ein bisschen weiter zur Seite hier, falls die Jungen rausklettern wollen. Ja, scheint denn zu schmecken hier. So, zack. Sieh hier auch noch mal ein bisschen. Also mit kleiner Hacken habe ich so vom Gefühl her, glaube ich, ging ein bisschen besser. Also werden wir wahrscheinlich erst morgen früh feststellen können, ob das jetzt tatsächlich auch besser gewesen ist. Aber ich bin da in guter Hoffnung, sage ich mal. So, er hier auch. Ne, sie. Ne? Das hier eine sie. Zack. Lass es dir schmecken, kleines Kaninchen. So, da haben sie jetzt auch hier oben schön was bekommen. Alles in so kleine Stückchen hier gehackt. Zack. Er hier auch. Meistens immer da, wo so ein Zweig abgeht. Da habe ich versucht, das immer, ich sag mal, abzuhacken. Hier habe ich das ein bisschen anders diesmal gemacht. Ich habe das alles so ein bisschen in die Ecke hin verfrachtet, damit das nicht irgendwo in der Mitte liegt. Und so, denke ich mal, können wir das Risiko, wenn überhaupt ein Risiko besteht, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, aber sollte ein Risiko bestehen, könnten wir das dann hier ein Stück weit minimieren. Hier sehen wir das auch. Alles schön in die Ecke dort. Wie sieht's aus? Hier oben bei dem blauen. Auch da habe ich das schön in die Ecke. Die mögen das gerne, die sind ein bisschen schmutzig, weil ich habe jetzt den Rest, das Restheu verfüttert sozusagen. Bevor ich jetzt den neuen Ballen anbreche, wollte ich das erstmal weg haben. Den habe ich das hier so ein bisschen hingelegt. Hätte das eigentlich auch hier an den Rand packen können. Aber nun gut, nun ist das wie es ist. Ne? So, was macht das Kaninchen? Nichts Spezielles, aber was sehe ich denn hier? Was sehen meine kleinen Äuglein hier? Das Kaninchen hat wieder einmal versucht, hier ein Nest zu konstruieren und diesmal auch richtig mit Kuhle dort. Hat hier auch schon einiges an Büscheln rausgerissen. Und ich denke, dass ich sie jetzt hier einmal da reinpacken werde, damit sie sich dort dann entsprechend ausleben kann. Und dafür mache ich jetzt erstmal den Stall sauber und danach den hier. Und dann tausche ich die zwei Damen jetzt hier mal an der Stelle. So, der Stall ist soweit vorbereitet. Das ist schon mal sehr gut.
Heu wird später aufgefüllt. Hier oben ist das Heu leer gegangen. Ich muss das erstmal nochmal frisch aus der Garage holen. Naja, muss ich hier auch nochmal so ein Stück weit wegfegen. Wo habe ich sie jetzt eigentlich hingepackt? In eine Tüte und irgendwo zwischengelagert? Nein, natürlich nicht. Ich habe sie hier nochmal zu ihm reingepackt. Sie war jetzt die letzten 3 Tage auch drinne. Es scheint, dass sie jetzt nicht mehr so viel Lust hat, aber sie muss ja auch nicht mehr lange da drinne bleiben. Ich werde sie jetzt hier einmal rausholen und da reinpacken, damit sie hier quasi, vorausgesetzt, dass sie schwanger ist, hier ihr Ding weiterführen kann, sozusagen. Und dann werde ich mal das Fell hier einsammeln und auch mal schön da hinten in die Ecke reinpacken. So, sie ist rausgeholt. Sie hat da auch schon richtig so eine Kuhle gemacht. Also, sie ist nicht ganz so optimal angetan, hat da wenig Lust drauf, was ja dahingehend vermuten lässt, dass sie schwanger ist. Von daher ist auch hier dann, denke ich mal, alles gut. Ich werde das jetzt hier mal sauber machen und dann geht es weiter im Geschehen. So, da ist sie. Schüttelt ein bisschen die Ohren. Nicht, weil sie da was hat. Ich musste sie gerade so ein bisschen in den Ohren kriegen, weil sie sich da hinten versteckt hat. Ich habe sie sonst anders nicht herausgezogen bekommen. Ei, kleines Kaninchen. Ei. Ich denke, sie wird mir wahrscheinlich nicht lange böse sein. Sie sieht ein bisschen unglücklich aus. Ich weiß nicht, ob es an ihm oder an mir liegt. Mal schauen, mal schauen. So, sie hier war jetzt auch ein bisschen in Gange. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt bei was rumkommt oder nicht. Viele sagen ja, wenn sie zu früh anfängt, ist es wahrscheinlich wieder eine Nullnummer. Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Mal gucken. Bei ihr bin ich auch sehr gespannt. Gerade hat sie ihm nicht viele Möglichkeiten gelassen, sein Tun zu absolvieren. Das lässt hoffen. Mal schauen, mal schauen. So, wie sieht es hier aus? Die kleinen Kaninchen sieht man nicht. Ich werde sie jetzt auch mal an der Stelle nicht rausholen. Die waren gestern auch so ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie gestern das erste Mal Grünes gegessen haben. Das konnte ich leider so nicht sehen. Die sind immer wieder von mir abgehauen ein Stück weit. Sehr schön. Dann gehen wir mal nach oben und schauen mal, was da so Sache ist. So, da sind wir wieder oben angekommen. Zack. Der blaue Wiener hier. Sei gegrüßt, mein Lieber. So, die graue Häsin. Letztens war auch eine Frage, bin mir unsicher, von wem das war. Ich habe da jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich habe da eine Frage in den Kommentaren war, wo sind denn die 3 hin, die hier vorher drinne gewesen sind? Und zwar sind die 3 verkauft worden. Also die haben den Besitzer gewechselt und somit war diese Ebene hier frei. Und hier konnten dann neue Kaninchen hineinziehen. Und ich habe gleich mal die Situation ein Stück weit genutzt, um hier einen neutralen Boden zu schaffen, wo ich im Prinzip Kaninchendamen aus 2 verschiedenen Würfen hier hineinpacken kann. Denn es wäre sehr unglücklich gewesen, wenn die nach da oben oder da oben nach da gewandert wären und dort schon einheimische Kaninchen dort dann auch gewesen sind. Seht ihr das Kaninchen dort? Die fressen hier einen Stiel von den Ranken hier. Ist hier nochmal irgendwie etwas hier beispielsweise. Das fressen sie ganz auf hier. Also auch das hier essen sie. Was schon sehr interessant ist. Denn ich dachte immer nur die Blätter, aber auch das hier mögen die offensichtlich sehr gerne. Ich habe mal so einen Stachel hier mal weggenommen, wenn man schon mal hier ist, ne? Ja, Monika, immer wieder preist sie hier eine bestimmte Sache an. Ich werde das tatsächlich einmal ausprobieren und euch dann mitnehmen, wenn ich dann soweit bin. Erstmal muss ich das mal bestellen, weil sowas habe ich gar nicht im Hause. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wovon redet er? Und das werde ich euch erklären, aber nicht in diesem Video, sondern wenn ich dann soweit bin, um einfach mal ein bisschen Anschauungsmaterial auch dort an der Stelle dann auch vorzuführen. Hier sehen wir, die knabbern, obwohl die Stachel dran sind. Also es scheint denen wirklich gar nichts auszumachen. Ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe hier relativ viele Stacheln auch noch weggemacht. Ja, ich denke, wir sind wieder einmal zu einem Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Einen wunderschönen regnerischen restlichen Tag, wenn es bei euch genauso aussieht wie bei mir hier. Ansonsten lade ich euch auch ein zum nächsten Video, vielleicht morgen. Schaltet ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.